Gut, dann lass uns mal anfangen. Herzlich willkommen zur nächsten Folge, der achten Folge von der Lage in Karlsruhe. Hier jetzt mal endlich wieder aus unserem Büro gedreht und gefilmt. Leider steigen die Inzidenzen wieder. Wir sind mal wieder über die 100. Die nächsten drei Tage werden zeigen, ob wir wieder die Notbremse drücken müssen. Jetzt sind wir aber da mit drei großen Thema und wir steigen gleich ein. Der Espira-Kindergarten in Knielingen, der war in den Schlagzeilen, war im Baden-TV auch. Das ist ein großes Problem. Was ist überhaupt vorgefallen für die, die noch gar nichts davon wissen? Ja, also sind verschiedene Eltern an uns herangetreten und das Hauptproblem, ich habe es ja schon, glaube ich, gesagt, sind einfach, dass zu wenig Betreuer da sind und ständiger Personalwechsel ist. Also über 48 Wechsel hat es gegeben, davon 10 in der Leitung. Dass zum Teil gar nicht die Öffnungszeiten ausgelebt werden konnte und auch wohl die Aufsicht nicht ganz erfüllt ist. Also es wurden Sachen vorgetragen, dass Kinder in Kisten gesperrt worden sind, wohl von anderen Kindern und das aber halt minutenlang nicht bemerkt wurde. Auch dass Kinder gestürzt sind und sich verletzt haben, leichtere Verletzungen sich zugezogen haben und auch das nicht bemerkt wurde, dass sogar Passanten von außen, vom Parkplatz, die Erzieherinnen darauf aufmerksam machen musste, dass da was passiert ist. Und das sind schon Vorfälle, die ich mit sehr, sehr großer Sorge beobachte oder zur Kenntnis genommen habe, sage ich jetzt mal. Und du hattest ja dann, glaube ich, ein Gespräch mit dem Bürgermeister Lenz Friedemann. Wie verlief das? Ja, zunächst mal, es ist verwunderlich, dass sich keiner gemeldet hat. Der Elternbeirat hat uns ja angeschrieben, unsere Fraktion und offensichtlich auch die anderen Fraktionen, und keiner hat sich gemeldet. Ja. Verwunderlich. Ja, auf jeden Fall, aufgrund von dieser Sache sind wir aktiv geworden. Ich habe ein Gespräch mit Bürgermeister Lenz gehabt und er sagt natürlich, dass die Aufsichtsbehörde von den Kindergärten allein die Betriebserlaubnis dem Kindergarten entziehen könnte. Die Stadt selber hat gar keine Möglichkeit. Jetzt war die Frage, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten und die prüfen wir jetzt. Es könnte sein, dass zum Beispiel durch, wenn wir uns den Mietvertrag genauer angucken. Dass ich wollte sagen, aber die Stadt ist ja eigentlich Vermieter im übertragenen Sinn. Also die Volkswohnung ist ja die Stadt, ist eine städtische Tochter. Ist die Stadt, jawohl, genau. Ja. Und jetzt wollen wir prüfen, ob da tatsächlich noch was an Möglichkeit drinsteht. Im anderen Fall müssen wir uns noch neue Wege überlegen. Auf jeden Fall, die Sache ist die, wir wollen uns hinterher nichts vorwerfen können. Wenn man sagt, hätten wir gemacht, dann hätten wir dies oder jenes gemacht, dann wäre das nicht mehr vorgekommen. Du hattest ja, glaube ich, sogar ein Telefonat mit der Aufsichtsbehörde und das Problem daran war? Genau, das Problem ist, die Aufsichtsbehörde darf uns nichts sagen. Also wir sind ja nicht der Träger, wir sind auch nicht die Stadt, wir sind im Gemeinderat. Deswegen durften die uns jetzt nichts sagen. Klar, die sind wahrscheinlich an dem Fall dran. Das Problem ist, kann man das jetzt einfach, sage ich mal, auswarten oder muss nicht eigentlich aktiver gehandelt werden? Also ich tue mich da wirklich schwer, weil es geht hier um Kinder, das sind ja also dann oft auch noch sehr kleine Kinder da, von 0 bis 3 geht es ja bei denen schon los, die ja oft sich gar nicht da behaupten oder wehren können und ich habe da sehr, sehr große Sorge, weil oft sind solche Fälle so, das geht dann so lange, bis was Schlimmes passiert, bis es mal eine wirklich schlimme Verletzung gibt oder ein Todesfall und dann sagt jeder, ja, warum hat man damals nicht, es war bekannt, warum habt ihr nicht gehandelt und deswegen wäre es mir ganz wichtig, dass wir da dranbleiben, also wirklich zum einen über die Vermieterseite, ob wir mal gucken, ob wir da nicht was machen können und zum anderen einfach, dass wir auch mit der Aufsichtsbehörde ständig in Kontakt bleiben oder es wird die Eltern animieren zu sagen, dann müsst ihr mit denen Kontakt aufnehmen und die Vorgänge dort direkt schildern. Weil nach wie vor, auch nach dem Beitrag im Fernsehen, haben immer noch Mütter mich angerufen und sind in großer Sorge und sagen, Frau Lorenz, was soll ich machen? Soll ich mein Kind, soll ich versuchen, woanders einen Kindergartenplatz zu kriegen? Ich selbst habe jetzt bisher noch kein negatives Erlebnis, aber mein Kind weint jeden Morgen, wenn es dahin soll. Was soll ich solchen Eltern raten? Die Kindergartenplätze sind knapp. Ich kann ja nicht sagen, nehmt eure Kinder da raus und ihr habt gar keinen anderen Platz. Aber es ist ja unschön, wenn schon so ein Platzmangel ist, dass wir eine Einrichtung haben, wo solche Missstände herrschen. Also wichtig ist, dass wir dranbleiben und dass wir ein Ergebnis kriegen. Genau. Was würdet ihr den Eltern, wenn ihr jetzt, wenn Eltern fragen, ja und, was kann man da noch denen sagen? Also außer abwarten. Also ich würde sagen, niederschwellig auf jeden Fall alle Fälle an uns herantragen, dass wir das auch sammeln können, dass dann das nicht dann, wie bei vielen Sachen, dass man sagt, naja, so schlimm war das nicht, ich schweige das tot oder sitze das aus, ich habe noch ein halbes Jahr, dann ist mein Kind da eh raus. Oder ansonsten direkt an die Aufsichtsbehörde sich wenden. Genau. Ich denke, die Adresse kann man bei dir kriegen, Micha. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Es gab eine Studie zum Einkaufsverhalten während der Corona-Zeit oder
eigentlich auch die davor. Ist ja noch anhalten davor. In allen Bereichen hat Karlsruhe da überdurchschnittlich gepunktet, außer an einem Punkt, und da sind wir weit unter dem Durchschnitt, und das ist der motorisierte Individualverkehr, also das Anreisen mit dem PKW in die Innenstadt oder überhaupt ins Stadtgebiet, um dort einzukaufen aus dem ländlichen Raum, sage ich mal. Da stellt sich die Frage, wollen wir den motorisierten Individualverkehr überhaupt in Karlsruhe noch haben oder nicht? Vorher müssen wir jetzt diese Studie würdigen an der Stelle, dass wir sagen, es sieht in Karlsruhe auf der einen Seite besser aus als gedacht, als in der Pandemie. Die Rückmeldung macht doch Mut, und dass wir nicht alles gleich die Flinte ins Korn schmeißen, sondern dass wir drauf setzen müssen, dass wir auch wieder hoffentlich irgendwann bald hinterher, nach der Pandemie wieder aufbauen können. Das zum einen. Zum anderen macht sie in der Tat bewusst, dass die Leute momentan nicht gerne mit dem ÖPNV fahren. Also wenn 48% der Menschen mit dem eigenen Auto kommen, dann heißt es doch, dass sie offensichtlich den anderen Weg nicht wählen, sondern das eigene Auto für sicherer empfinden, als mit der Bahn zu fahren. Das ist ja mal eine Tatsache. Und ich würde sagen, dieser Prozentsatz ist höher als bei anderen Städten. Das heißt, auch das Kaufverhalten fließt auf diese Art und Weise nach Karlsruhe. Das heißt, die Wertschöpfung, also Euros, fließen konkret in unseren Einzelhandel. Das müssen wir zunächst erkennen. Und deswegen, glaube ich, ist jetzt der falsche Zeitpunkt, es war der falsche Zeitpunkt, die Parkgebühren zu erhöhen. Absolut. Andere Städte machen uns vor. Ettlingen, der Oberbürgermeister und der Stadtrat von Ettlingen haben gerade bestimmten Parkgebühren erlassen, um der Innenstadt in dieser schwierigen Situation sogar, zu helfen. Ja, genau. Genau. Und auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich überlegen, wie können wir das tatsächlich hinkriegen, unsere Stadt, also Autofahrer, dass die nach wie vor kommen, aber ohne die Innenstadt zu verstopfen. Ich sage jetzt mal negativ, zu viel Autoverkehr für die Innenstadt ist sicher auch nicht gut, aber gibt es ein intelligentes, das ist meine Frage, gibt es ein intelligentes Vorgehensweise, dass das Auto, der Autofahrer von außerhalb gut hereinkommt in die Stadt und sich innerhalb der Stadt auf andere Art und Weise bewegen kann? Die Frage stellt sich für mich langfristig an der Stelle. Also jetzt muss ich gerade nochmal einhaken, weil man muss, um das zu verstehen, auch sehen, dass Karlsruhe die letzten Jahre nicht an der Studie teilnehmen wollte. Die findet ja jedes Jahr statt, dieser Städtevergleich. Immer mit der Begründung, dass wir ja im Umstrappbauzeitalter sind und da der Vergleich sich verzerren würde oder man wahrscheinlich auch befürchtet hat, dass wir da nicht so gut abschneiden. Und das spiegelt sich mit Sicherheit auch jetzt noch so ein bisschen wider, weil natürlich die Haupteinfallstraße oder eine der Haupteinfallstraßen, die Kriegsstraße, ja immer noch sehr verstopft und beengt und Beeinträchtigungen und ständig irgendwelche Verkehrswechsel sind. Das spielt da schon mit rein. Aber ich gebe dir recht, langfristig, es ist ja immer so ein Gezerre von Autos komplett aus der Stadt, am besten alle Autos abschaffen, bis zu Autofahrer haben genug gelitten, die müssen unterstützt werden, gibt es glaube ich alle Meinungen im Gemeinderat. Und ich denke, wir vertreten so die gesunde Mitte. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir Teile der Innenstadt auch noch weiter vom Individualverkehr loslösen. Man darf aber eins nicht vergessen, es gibt ja natürlich auch noch viele Menschen, die in der Innenstadt wohnen und auch oft viele Ältere, und die sind eben auch auf ein Fahrzeug angewiesen und auch, dass sie relativ nah an ihrem Wohnhaus, sage ich jetzt mal, parken oder zumindest be- und entladen können. Also das muss man, diese Planungen alles mit einfließen lassen. Und bei den Kunden von außerhalb ist es so, du hast es schon ganz richtig dargestellt, wenn ich jetzt natürlich von irgendeinem Dorf oben hinter im Schwarzwald komme, wo ich wahrscheinlich eine schlechte Anbindung habe und ich möchte so einen Tagesausflug nach Karlsruhe zum Shopping machen, das machen viele, dann muss die Stadt schon auch für diese Menschen gut erreichbar sein. Oder sagen wir, ich kaufe jetzt auch was Größeres, das ist schon nachgewiesen, wenn ich jetzt eine größere Anschaffung mache, irgendwie Kleinmöbel kaufen möchte oder so, nehme ich das Auto, das mache ich nicht, in der Regel nicht mit der Straßenbahn. Aber Peter, jetzt stell dir vor, es kommt jemand über die Autobahn, kommt nach Karlsruhe rein, er muss ja in der Innenstadt, auch wenn er sein Auto abstellt, muss er irgendwo rumlaufen, muss ja immer Wege gehen. Wäre es dann eine bessere Lösung? Man sagt, bis zu einem gewissen Punkt fährt er rein, muss nicht ganz innerein sein, und dann kann er dort parken. Und dann müssen wir halt als Stadt dafür sorgen, dass er von dort aus gut in die Innenstadt kommt, zum Beispiel mit Straßenbahn oder mit Pendel, Bussen,
Also das sehe ich schwierig, weil ich glaube, dass das was ist, was viele Menschen abschreckt. Wenn ich jetzt mal das Beispiel aus dem Ausland nehme, wie andere Städte das machen, der Fußgänger an sich ist schon so ein bisschen faul. Das heißt, ich bin bereit, in ein Parkhaus zu fahren, auch am Rand von der City, aber von dort möchte ich eigentlich fußläufig auf einem relativ kurzen Weg in die zentrale Innenstadt, wo ich die Cafés und die Gastronomie und den Einzelhandel erreichen kann. Also dieses Park and Ride, das ist nachgewiesen, das ist was, was die Leute eher abhält davon. Das macht man vielleicht mal in der Weihnachtszeit oder wenn man zum Konzert geht oder sonst, aber jetzt rein für eine Shoppingtour sehe ich das als schwierig an. Deswegen würde mir eher vorschweben, dass wir so in der Innenstadt, sage ich jetzt mal, einen Innenstadtring machen, wobei das räumlich in Karlsruhe wahrscheinlich kein Ring wäre, sondern eher ein Rechteck, weil ich würde jetzt sagen, begrenzt von der Kriegsstraße, macht ja auch keinen Sinn, die jetzt autofrei zu machen, die bauen wir jetzt ja gerade um mit dem Autotunnel als zweiter Teil der Kombilösung. Das ist ja eine der Hauptverkehrsadern von mehreren Seiten, um nach Karlsruhe zu kommen. Dann unten begrenzt durch die, das ist die Waldhornstraße, glaube ich. Die Verlängerung, ja, und dann hier rüber von der, was ist das dann, Fritz-Erler-Straße. Also um auf die Schlossstraße zu kommen, das wäre auf der anderen Seite für mich die Begrenzung, hier die Schlossstraße mit der Untertunnelung. Und da hätten wir ja im Prinzip auch alle Parkhäuser am Rand, die gut zu erreichen sind. Und oben ist jetzt natürlich die Frage, was möchte man haben? Möchte man die Begrenzung hier über die Karlstraße schon haben? Das wäre sehr nah am Zentrum. Oder sagt man, okay, das Innenkarree richtet sich oben an der, wie heißt sie wieder, die Straße da oben? Die Reinhold Frank. Ja, der Reinhold Frank, danke Friedemann. Bitte. Also von Reinhold Frank, Kriegsstraße, hier unten über die Ettlinger Straße, Schlossstraße. Nach oben, wie gesagt, das wäre jetzt diskussionswürdig, ob man sagt, man nimmt die Karlstraße schon aus dem Verkehr raus. Aber im Prinzip wäre das schon so das Zentrum. Also gehe ich mir von den Parkhäusern aus. Ja. Also dass man die Parkhäuser gut anfahren kann. Genau. Möglichst am Rand von diesem Gebiet, ja, wo wir relativ autofrei haben. Was wird mit den Parkhäusern, die jetzt hier im Zentrum sind? Die sind ja doch ziemlich groß. In vielen anderen Städten ist es so, dass manche dann noch anfahrbar sind, wenn sie den Fußverkehr jetzt nicht so stören. Ich würde zum Beispiel sagen, die Ritterstraße finde ich jetzt nicht so dramatisch. Von dort von aus Süden her. Genau. Ja. Kann man ja auch ein paar Parkhäuser anfahren, dass man einfach sagt, da ist Radfahrerstraße oder Fußgängerzone, aber Zufahrt bis zum Parkhaus frei. Mhm. Das kenne ich jetzt aus dem Ausland von vielen anderen Städten, wo man das einfach so machen, sagt nur die das Parkhaus ansteuern, die dürfen da entlang fahren. Ansonsten ist das auch schon auch räumlich und baulich und optisch wird es dann schon umgebaut zu einer Straße, wo man wirklich sehr langsam fahren muss. Und so könnte man eigentlich sukzessive, könnte man das steuern, sagen, doch einige Straßen könnten hier in Karlsruhe schon auch noch autofrei werden, sodass es wirklich ein relativ freies Zentrum ist und mehr Platz für die Radfahrer und die Fußgänger bleibt. Also das heißt, die Park-and-Ride-Plätze, die wir vorhin gesehen haben, hier auf dem Mobilitätsportal der Stadt Karlsruhe, ich mache das nochmal hier an, die wären für euch bieten gar keine Chance jetzt für die Stadt. Also ich sehe es schwierig, weil ich das sage, ich weiß es aus Erfahrung, es zeigt sich ja auch oft in der Weihnachtszeit, dass es nicht so gerne angenommen wird. Ja, also so relativ vor der Stadt oder in der Peripherie zu parken und dann nochmal auf einen anderen Verkehrsträger umzusteigen, bliebe ja im Prinzip nur die Straßenbahn. Die werden dann an den Samstagen oder an den Einkaufstagen werden die überfüllt. Die Leute haben ja momentan Angst vor vollen Straßenbahnen, sehe ich kritisch. Also da wäre mir diese Lösung, dass man wirklich sagt, man hat dieses Innenstadtkarree doch relativ frei, dass es nur der Parkverkehr ist, der dahin fährt und sonst keine mehr. Also dann haben wir schon eine deutliche Erleichterung, was das betrifft. Also ich bin da ganz bei dir. Trotzdem würde die Park-and-Ride-Geschichte nicht ganz außer. Also gerade dort an der Stelle, wo sie zum Beispiel an der B10 liegt, also eine große Verkehrsstraßen, dort, wenn man unmittelbar drauf fahren kann und sofort weiterfahren kann. Manche Autofahrer schätzen es auch, wenn er nicht groß in der Stadt rumfahren muss. Das kann ja auch eine Erleichterung sein. Ja. Und vor allen Dingen dann, man könnte zum Beispiel die Möglichkeit machen, dort gibt es Tageskarten und dann mit der Tageskarte zum Parken kann ich kostenlos ÖPNV, also Straßenbahn fahren. Man kann es sicherlich testen, aber wie gesagt, also aus meiner Erfahrung ist es, zeigt ja zum Beispiel auch, dass die zentralsten Parkhäuser die sind, die als erstes voll sind. Ja, also obwohl die auch im Preis recht hoch sind, aber es ist einfach so, man ist, wenn man dann in die Stadt geht, möchte man einfach nicht mehr weit laufen. Und deswegen, glaube ich, ist es ziemlich kritisch zu sagen, man muss dann nochmal umsteigen und vielleicht, wenn das dann nicht zuverlässig klappt,
dieser Shuttle-Verkehr, dann ist es kritisch. Im Verkehrsentwicklungsplan, der vor Jahren schon aufgestellt worden ist, gibt es ja ein Szenario, da geht es darum, die Emissionen zu runterfahren. Damals in dem Plan hieß es, das bringt es nicht, weil es der Wirtschaft schadet, also der Rückbau von Straßen, dass Straßen überhaupt gar nicht mehr gebaut werden, dass man vielleicht auch mal die Spuren eingrenzt. Du meinst, wir steigen wieder um auf Ochsenkarren. Nee, das meine ich nicht, aber sozusagen... Wir schade, haben, weil Ochsen hätten wir genug. Weil das Thema Klima... Pferdekutsche. Das Thema Klima ist ja immer noch auf der Agenda. Ja. Wir haben ja hier, können wir uns die E-Ladesäulen anschauen. Das sind die blauen Punkte, die man jetzt hier sieht. Das sind ja nicht allzu viele im Stadtgebiet. Wir als Fraktion vertreten ja meistens das Szenario 2, das ist sozusagen der Königsweg oder der mittlere Weg zwischen Verträglichkeit, aber auch mit Umweltbewusstsein. Wir sehen ja, viele gehen jetzt Richtung E-Mobilität. Ihr hattet als Fraktion oder auch wir als Fraktion hatten uns ja oft mit synthetischen Kraftstoffen auseinandergesetzt und jetzt auch im Blick darauf, dass die VBK ihre Tankstellen umstellt auf synthetische Kraftstoffe bzw. umgestellt hat, hatten wir ja auch einen Antrag eingeführt. Was ist da so ein bisschen der Hintergrund, Friedemann, auch um zu zeigen, was ist da vielleicht auch die Möglichkeit von diesen synthetischen Kraftstoffen? Hilft es dem Klima überhaupt oder ist das eigentlich alles für die Katz? Wir sollten doch das Szenario nehmen, in dem wir dicht machen. Also zunächst mal sind synthetische Kraftstoffe gut für Autos, für Verbrennungsmotoren. Wir haben ja gar nichts und wir fördern nach wie vor die Elektromobilität, das ist eine gute Sache, vor allen Dingen für kleinere Fahrzeuge. Je größer Fahrzeug wird, desto besser ist eigentlich ein Verbrennungsmotor. Und für diese Fahrzeuge ist natürlich die synthetische Kraftstoff ideal, zumindest als Übergangstechnologie. Ja, also vor allem die Frage ist, ob die E-Mobilität nicht eine Übergangstechnologie ist. Ja. Das ist ganz schwierig. Ich meine, das Problem ist, dass der synthetische Kraftstoff noch nicht klimaneutral ist, hat noch eine Menge Ausstoß, also auch immer noch CO2. Da geht noch mehr, Wasserstoff ist deutlich besser, aber so weit sind wir noch nicht. Deswegen ist es eine Übergangstechnologie insofern, als wir sagen, gegenüber jetzt haben wir deutliche Ersparnis. 50% CO2 oder Stickoxide können wir sparen. Und vor allem die Motoren muss man nicht umbauen. Großer Vorteil. Auch die Infrastruktur, die Tankstellen, könnte man nutzen. Genau, die kann man nutzen. Und dann haben wir sozusagen von heute auf morgen, können wir das sofort umstellen. Umsetzen. Ob so viel Menge jetzt schon da ist, ist eine andere Frage. Aber es geht, sukzessive können wir es hochfahren. Und man hätte es mit relativ wenig Mittel kann man da sofort viel erreichen. Ja. Das ist eigentlich das Charmante an der ganzen Geschichte. Absolut. Ja. Man darf ja eins auch nicht vergessen, also Straßen zurückbauen, das hört sich immer schön an, aber wir haben natürlich auch Handwerker und wenn wir irgendwas bauen, auch große LKW, die wohin kommen müssen, und wir können da nicht alles zum Schotterfeldweg umgestalten oder zur Blumenwiese, sondern die müssen eben in der Stadt auch noch gewisse Plätze erreichen. Wie soll das sonst funktionieren? Genau. Ja. Jetzt hat diese Studie, die wir zu Anfangs hatten, das Einkaufsverhalten betrachtet während der Pandemie. Bedingungen, oft war ja der Einzelhandel zu, du hast es ja selber verspüren müssen. Leidtragende. Genau. Wir hatten die Luca-App vorgestellt, beziehungsweise dem Oberbürgermeister und dem Landrat vorgestellt, diese doch einzuführen. Die BNN, dort hieß es jetzt, dass der Landrat schon gesagt hat oder signalisiert hat, für Stadt und Land kommt die Luca-App, ist eine App von den Fantastischen Vier. Nicht nur, aber die bewerben das auf jeden Fall. Sie sind dabei. Jetzt gab es aber viele Nachfragen, auch die Zeit hatte darüber geschrieben, dass es Sicherheitsprobleme gibt, Sicherheitsbedenken. Deswegen wird die App jetzt zu Open Source umgestellt. Welche Möglichkeiten bietet denn diese App oder was könnte uns diese App helfen? Also die App ermöglicht auf jeden Fall, dass wir ganz schnell, gleich die Daten ja dann mit dem Gesundheitsamt ab, ganz schnell eben diese Nachverfolgung auch nachvollziehen müssen. Das war ja in der Vergangenheit das Problem, dass bei einer gewissen Vervielfältigung der Infektionszahl das gar nicht mehr nachvollziehbar ist, wer wo war und wen eventuell angesteckt haben könnte. Und das Problem hätten wir eben bei der Luca-App nicht, weil die Daten gleich abgleichen. Wie sieht es denn da mit der Sicherheit aus bei der App? Da gab es ja Bedenken, du hast den Artikel gelesen. Genau, ich habe einiges gelesen. Aber es sieht so aus, als dass es Verbesserungsmöglichkeiten gibt, die über Open Source.
Und dann, dass man die Architektur der App auch so anpassen kann, dass sie eben sicher ist und dass die Daten eben nicht doch an einer anderen Stelle wieder rauskommen. Also da bin ich zuversichtlich, dass da was drin ist, dass man das gut machen kann. Und vor allen Dingen ist es deswegen wichtig, dass es die Leute vertrauen können. Wenn die vertrauen, dann wird man das ja auch nutzen. Dann nutzen sie es ja auch, genau. Das ist der entscheidende Punkt für mich. Sehr gut. Das sieht ja nach dem Plan aus. Ja, haben wir immer. Genau. Wir haben eigentlich immer Plan. Die Frage ist, wie viele Kollegen können wir von unserem Plan überzeugen? Genau. Apropos Plan, ihr wolltet nochmal einsteigen. Das wird zwar anders zusammengeschnitten, aber Petra, ich würde gerne mal sagen, das hat mich gerade überzeugt, was du gesagt hast. Was hat sie denn gesagt? Was sie gesagt hat, das war, dass man die Parkhäuser gut anfahren können muss, innerhalb von einer Stichstraße her. Ja. Und dann kann man dadurch andere Straßen wiederum verkehrsberuhigt, also, beziehungsweise Fußgänger als Fußgängerstraße. Wenn wir jetzt hier die Ritterstraße nehmen, über die wären 3 Parkhäuser anzufahren, das linke hier bei der, beim Oberschulamt, die Friedrichsplatzgarage und das Karstadtparkhaus. Genau. Man könnte es sogar machen, dass es also Hin- und Rückverkehr, das Problem ist so ein bisschen, dass die Friedrichsplatzgarage, die hat ja ihre Ausfahrt an der Lampstraße, da müsste man sich überlegen, ob die dann eventuell einen Turnaround machen und halt lieber dann hier zurückfahren, sodass nur die Ritterstraße als reine Zufahrt für die Parkhäuser genutzt wird. Aber der Vorteil wäre natürlich, dass wir die Lampstraße damit autofrei bekommen würden, weil das Parkhaus vom ECE kann über die Kriegsstraße angefahren werden, über einen ganz kurzen Weg. Bietet sich auch an, weil hier das am Eingang vom Ettlinger Tor Center oft an gut besuchten Tagen viel Publikumsverkehr ist und viele Fußgänger und auch Radfahrer da kreuzen, es da immer zu kritischen Situationen kommt. Und dann hätten wir eigentlich hier nur noch das Parkhaus von der IHK. Das könnte man über die Karl-Friedrich-Straße anfahren und über den Rondellplatz, weil da ist auch die Polizei, die braucht ja auch einen Zufahrtsweg, also können wir die Straße nicht wegreißen, die muss einsatzbereit bleiben und da könnte man sagen, diese Straße gibt man eben frei für Einsatzfahrzeuge der Polizei und bis die, genau, die Parker zur IHK-Garage und dann hätte man das in der Innenstadt eigentlich schön entzerrt. Genial. Ja. Ich habe echt was dazu gelernt. Ja, danke schön. Friedemann, freut mich. Sehr gut. Genau, dann ein anderes Thema, ein letztes Thema, das hat jetzt damit gar nichts zu tun, aber es war sehr relevant, auch in den Medien. Es geht um Rüppur, Dammerstock und Weierfeld. Dort haben sich die Sportvereine zusammengeschlossen. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Aber es geht auch um sehr viele Flächen, die bebaut werden müssen. Und diese Flächen, die sind gepachtet von einem Biohof. Wie geht es jetzt da weiter? Es war ja zur Debatte verkommen, sage ich mal, der Biohof gegen die Vereinsleute. Das ist ja eher problematisch. Gibt es da vielleicht ein gemeinsames Vorangehen? Was kann die Stadt überhaupt tun? Wann darf die Stadt überhaupt was tun? Also es ist eine typische Frage von Abwägung. Also die Sportvereine haben Probleme, das wissen wir, Nachwuchs zu generieren. Und deswegen überlegen sich viele Sportvereine wie in Dachsland und an anderer Stelle, ob man sich nicht zusammenlegt, die Sportfläche zusammenlegt und dann haben 3 Vereine eine größere Fläche. Ja. Ist vom Verkehr her besser, muss nicht überall rumgefahren werden. Das ist von der Flächennutzung auch sinnvoll. Und der große Vorteil jetzt bei dieser Planung ist, dass dort, wo Alemannia Rüppur zum Beispiel war, hier oben kann ich es gerade zeigen, genau, dass auf dieser Fläche bei Alemannia Rüppur, da kann praktisch jetzt Wohnbebauung hin. Genauso wie es bei Durlach bei der Unteren Hub auch geplant ist. Also da gehen Sportvereine hin, an anderer Stelle wird das frei und dadurch kann bebaut werden. Und der Bürgerverein Rüppur begrüßt es deswegen, weil die können auch Pflegeheime einbauen. Mhm. Das bedeutet, dass sie ihre älteren Menschen, dass die dort ortsnah sozusagen untergebracht werden können und die müssen nicht irgendwo hin, sondern sie können. Aber die haben ja schon ein Pflegeheim in Rüppur, oder? Aber nicht ausreichende Kapazitäten. Okay. Genau. Und jetzt ist natürlich, wenn die Vereine, das ist jetzt lang geprüft worden, zu dem einen Verein sozusagen alle dazukommen, dann wird 5 Hektar Fläche, wahrscheinlich 5 Hektar nötig. Und die sind verpachtet mittlerweile bis heute bei dem Biobauernhof. Weißt du, wo die Flächen sind? Ja, das Problem ist, dass das mit den Vereinen ja schon vor vielen Jahren so geplant war und die das auch nur sich die Zusammenlegung auf die Zusammenlegung eingelassen haben, weil man gesagt hat, man gibt ihnen eine Fläche. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass der Biobauernhof verständlicherweise sagt,
ohne diese Fläche ist unser Hof nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Genau. Also das ist jetzt so ein bisschen die Quadratur des Kreises, was wir Stadträte da vollführen sollen. Also wir haben ja, beziehungsweise Micha, wir haben beim Liegenschaftsamt gefragt, ob sie schon nach Ausgleichsflächen gesucht haben, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Fläche, die da entfallen, an anderer Stelle wiederzugeben. Und die haben sich bis jetzt noch gar nicht groß bemüht, weil die sagen, wenn kein Bebauungsplan da ist, dann gucken sie erst dann, wenn der verbindlich ist, und dann gucken sie nach Ausgleichsflächen. Und das ist für uns nicht befriedigend. Nee, das ist also nicht schön. Wir sagen, wenn schon 5 Hektar tatsächlich fürs Gemeinwohl weggenommen werden, dann muss man aber auch für den einen Hof schauen, dass die auch Existenzmöglichkeit haben. Absolut. Dann haben die Verantwortung, hat die Stadt, wir haben die Verantwortung. Und wenn die das nicht gelingt, dann könnte ich auch dem Gesamtprojekt nicht Ja sagen. Also vom Recht her wurde ja erklärt von Seiten der Stadtverwaltung, dass es kein Recht auf Ausgleichsflächen jetzt bei landwirtschaftlichen Flächen oder Bebauung wohl geben würde. Aber moralische Verantwortung gibt es hier an der Stelle. Also wir können nicht sagen, wir nehmen die 5 Hektar weg, dieser Pachtvertrag, der läuft aus, natürlich, oder wird gekündigt, aber die 5, wir sind verantwortlich, dass wenn wir dort was wegnehmen, irgendwo für ihn adäquate Flächen. Zumal wir ja auch unsere heimische Landwirtschaft unterstützen wollen. Wir sind ja froh, wenn hier vor Ort produziert wird und natürlich. Wir nicht die beiden Transportwege haben. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir sind dafür, das Klima zu schützen, und auf der anderen Seite ja im Prinzip vergrellen wir unsere letzten Biobauern. Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, diesen Bebauungsplan an die Bedingungen zu knüpfen, Ausgleichsflächen zu finden? Vielleicht auch mit Ettlingen zusammen oder so ein Konstrukt sozusagen zu nehmen und nicht nur sagen, wir stellen einen Bebauungsplan auf, sondern es unter Vorbehalt sollten Ausgleichsflächen gefunden werden. Wäre so ein Konstrukt eventuell denkbar oder glaubt ihr, da gibt es zu viele rechtliche Bedenken? Das kann ich jetzt schwer abschätzen, aber prüfen klar, muss man es auf jeden Fall. Klar ist, also dass jede Möglichkeit, bevor wir das abstimmen, muss die andere Sache geklärt sein, dass da für den Bauern entsprechende Flächen da sind. Ja. Und das können wir für uns ausmachen. Wir stimmen nur zu, wenn das auch gegeben ist. Gegeben ist, genau. Sehr gut. Gut, vielen Dank für die schöne und konstruktive Runde. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal auf YouTube oder abonniert den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.